Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, war, glaube ich, ein verrücktes Spiel, das von Anfang an sehr temporeich war. Ich glaube, erste Halbzeit hatten wir genügend Möglichkeiten, schon in Führung zu gehen. Und dann war es so ein typisches Spiel gegen Lautern. Die kommen mit ihrer ersten Aktion vom Tor und gehen in Führung. Und ja, die Mannschaft hat sich aber davon nicht verunsichern lassen, hat weiter nach vorne gespielt. Dann auch das 2-0, wo man eigentlich denkt, okay, das ist so ein bisschen ein Nackenschlag, aber die Mannschaft hat nicht aufgegeben, hat weiter nach vorne gespielt. Klar, dann mit dem Platzverweis haben wir gewusst, dass nochmal alles drin ist. Und ja, kann man nur den Hut vorziehen vor der Mannschaft, dass sie weiter dran geglaubt hat. Und klar, die letzten 5 bis 10 Minuten, da hätte das Spiel auch in beide Richtungen kippen können. Tego super gehalten. Wir hatten aber auch jede Menge Chancen. Und ja, wir hatten an dem Tag das glücklichere Ende und war, glaube ich, für alle, die im Stadion waren, ein Highlight, das Spiel. Ja, also dadurch, dass das Spiel so temporeich war, hatte ich so ein bisschen muskuläre Probleme und habe dann dem Trainer gesagt, er soll mich doch opfern für eine Offensivkraft. Und im Nachhinein kann man sagen, ist alles aufgegangen. Es sind jetzt noch 2 Spiele zu gehen und wir können noch 6 Punkte holen und die wollen wir natürlich holen. Und dafür werden wir alles im Training tun, um auch mit dem Kopf da zu sein und die Meter wieder zu gehen, auch in den letzten 2 Spielen. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Es war auf jeden Fall aufregend. Es hat sich ja schon die Woche darüber schon angebahnt, dass ich von Anfang an spiele. Und ja, es war halt ein überragendes Gefühl, dass ich dann auch wirklich von Anfang an gespielt habe. Ich kam gut ins Spiel und Gott sei Dank haben wir dann zum Schluss ja auch noch das Ding geholt. Ja, richtig. Es war meine ganze Familie da. Ich habe alle Karten besorgt. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass auch meine ganze Familie daran teilhaben konnte. Ja, die ganze Woche war schon so eine gewisse Anspannung da. Ich habe versucht, mich wie auf jedes andere Spiel vorzubereiten. Hat auch ganz gut geklappt. Ja, wir haben die Anfrage bekommen von Special Olympics, ob wir einfach mal eine Einheit machen mit den Förderschulen. Und ja, jetzt sind die Schulen hier aus Lemgo, Gütersloh und 2 aus Bielefeld. Und ja, ich glaube, so summa summarum 45 glückliche Jugendliche dürfen heute ein bisschen mit uns trainieren. Ja, ja, wir haben die Gruppen, wir haben 4 Gruppen eingeteilt. Zum einen mit Marco Kostmann ein bisschen Torwarttraining, mit Schnitti Schnittges ein bisschen Athletiktraining. Sebastian Hille macht einen Dribbelparcours und bei mir sind ein paar Torschüsse. Wir haben natürlich auch noch ein paar Spieler dabei, von Sören Brandi, Nico Rehn über Tom Schütz und die ganzen Jungen sind dabei und ist wirklich eine schöne Abwechslung auch für uns. Ja, so, man merkt halt einfach, wie selig und wie glücklich die Einzelnen sind. Ne? Das ist für die wirklich das Größte. Eben wurde ich darauf angesprochen, dass man mich mal in der Straße, in der Stadt gesehen hat. Und ja, da freut man sich halt einfach schon, wenn man wirklich so die Jungen und Mädels ein bisschen glücklich machen kann. Und das gibt einem einfach sehr, sehr viel auch so für einen selber. Und ich glaube, es ist ein schönes Miteinander. Wir haben ja sowieso auch diese Verbindung zu Bethel sowieso, die ja auch immer im Trainingslager dabei sind und auch öfters bei den Trainingseinheiten. Und von daher ist es ein schönes Miteinander. Also erstens interessiert uns der Gegner wirklich nicht so sehr. Es geht eher so ein bisschen darum, dass wir halt unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen unbedingt gewinnen. Wir wollen unbedingt Kiel auch irgendwie unter Druck setzen. Ja, wir schnuppern jetzt einfach 2 Spieltage vor Schluss immer noch ein bisschen dran und haben noch eine ganz, ganz kleine Chance, eine geringe Chance, das wissen wir auch. Aber wir wissen auch, dass in den beiden Spielen alles möglich sein kann. Und das wollen wir einfach schaffen. Ich habe jetzt mit Katharina Siemers, der Leiterin von der Fußballschule, auch geschrieben. Die hat mir auch gesagt, dass die Geschäftsstelle mitfährt. Dann hat mir die Miriam Hamdine gesagt, dass alle Karten, Auswärtskarten, schon nach 2-3 Stunden eigentlich verkauft waren. Das motiviert einen nochmal zusätzlich, dass wir da mit Halb Bielefeld da anreisen. Und ja, wir wollen unbedingt gewinnen. Wir wollen diese kleine Chance, die wir haben, einfach nutzen und dann mal gucken, was dann gegen Sandhausen noch geht. Aber von daher, glaube ich, wird das ein richtig schöner Sonntag.